Der 24. April 1921. Trachtenumzug zur Frühjahrsmesse in Bozen. Eine Veranstaltung, die aber von faschistischen Schlägertrupps als Provokation angesehen wurde und schließlich für den Lehrer Franz Innerhofer aus Marling tödlich endete. Franz Innerhofer ist in diesem Moment nicht Held, sondern er ist Opfer eines Meuchelmordes ohne Grund. Er war beim Trachtenumzug dabei in Tracht, hat seine Pflicht getan als Musikant. Zwei Faschisten aus Bozen wurden in Folge zwar verhaftet, nach einer Androhung Mussolinis, aber wieder freigelassen. Das heißt, Mörder einer Person, die ohne Grund erschossen wurde, sind frei herumgelaufen, damals, und wurden als Helden gefeiert. Das ist das wahre Tragische an der ganzen faschistischen Diktatur, die in der Folge auf uns zugekommen ist. Im Hinblick auf diese Vergangenheit gäbe es nach Spitaler auch heute noch einiges aufzuarbeiten. Wenn morgen der 25. April als Tag der Befreiung des Faschismus begangen wird, dann tue ich mich halt in Bozen schwer, weil immerhin haben wir faschistische Denkmäler, die immer noch mit viel Geld und Liebe auf Hochglanz gebracht werden. Ich denke an der Talferbrücke das Siegesdenkmal, ich denke an das Relief vis-à-vis gegenüber dem Gerichtsgebäude. Die Aufarbeitung ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Und für die Stadt Bozen soll hinter diesem Tag neben einer Erinnerung auch immer ein Ausrufezeichen stehen. Heute vor 100 Jahren wurde Franz Innerhofer in diesem Ansitz Stillendorf im Eingang ermordet, weil er nichts anderes tun wollte, als einen 8-jährigen Buben schützen. Er wurde auf brutale Art und Weise, musste er sein Leben lassen. Und Franz Innerhofer ist auch aus diesem Grund Ehrenbürger dieser Stadt geworden. Sein Leben, sein schicksalhafter Tod soll nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die nächsten Generationen Vorbild bleiben. Und vor allem sollen wir uns erinnern, dass wir nie mehr solche Zeiten haben wollen, wie sie Franz Innerhofer erleben musste durch die faschistischen Machthaber.